Jeder Mensch kommt in Herausforderungen, Schwierigkeiten, Situationen verändern sich, Lebensumstände verändern sich. Manchmal werden wir aus unserer gewohnten Umgebung, unserer Komfortzone herausgezogen und nicht wenige Leute sagen, ich bin in einem echten Problem. Ich bin in Schwierigkeiten und es ist mir, als ob ich durch ein Tal hindurchgehen muss. Ich wandere durch ein Tal und oft fragen Christen sich dann, warum tut Gott mir das an? Warum muss ich durch dieses Tal gehen? Warum diese Schwierigkeiten? Warum diese Probleme? Und egal wie dein Tal heißt, vielleicht das Tal der Krankheit, das Tal des Mangels, das Tal der Arbeitslosigkeit, das Tal von Beziehungsschwierigkeiten oder wie auch immer, die Frage ist, wie gehst du mit diesem Tal um? Wie benennst du es? Wie verstehst du es? Murrst du? Klagst du darüber? Beschwerst du dich? Weißt du, wir müssen verstehen, dass diese Täler, durch die wir gehen, eine sehr wichtige Aufgabe in unserem Leben haben. Wir werden dadurch geformt, wir werden geschliffen, wir werden zu den Menschen, die Gott haben will. Die meisten Menschen verstehen das völlig falsch, wenn solche Schwierigkeiten und Hitzeperioden in ihrem Leben kommen. Sie sehen es als Strafe Gottes oder als eben Schwierigkeiten, anstatt zu verstehen, hey, hier habe ich eine Chance, mich zu bewähren, wie in einer Prüfung. Hier gehe ich durch dieses Tal hindurch und werde siegreich herauskommen. Deshalb ist die Frage, wie nennst du dein Tal? Ich für mich, und wir sind wahrhaftig in unserem Leben durch etliche solche Täler gegangen, ich für mich habe beschlossen, ich werde jedes Tal, durch das ich gehe, Tal des Sieges nennen. Tal des Sieges. Und das schlage ich dir auch vor. Betrachte das, wo du hindurchgehst, als eine Gelegenheit, in den echten Sieg zu kommen. Ja, es ist Kampf. Ja, es ist schwierig. Ja, es ist bedrängend. Natürlich. Aber die Frage ist, bleibst du in dem Tal hängen? Lässt du dich dort besiegen? Oder gehst du weiter und sagst, ich werde mit dem Herrn durch dieses Tal hindurchkommen? Die bekannteste Bibelstelle zu dem Thema Tal ist natürlich Psalm 23. Da heißt es, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Tal des Todesschattens. Hier ist von einer wirklich lebensbedrohlichen Situation die Rede. Vielleicht einer schweren Attacke von Krankheit. Tal des Todesschattens. Und trotzdem sagt dieser Psalm, ich werde in diesem Tal dem Herrn begegnen. Ich werde seinen Trost empfangen. Und er wird vor dem Feinden, nämlich genau den Dingen, die mich attackieren, wird er einen Tisch bereiten für mich. Er wird mich versorgen. Dort genau in dieser Bedrängnis, in diesem Tal des Todesschattens, bekomme ich eine besondere Segnung Gottes. Noch präziser drückt das Psalm 84 aus. Dort heißt es, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Das ist es, was wir eigentlich wollen. Von Kraft zu Kraft vorwärts gehen. Und vielleicht hast du sogar gebetet, hast gesagt, Herr, ich möchte in echte geistliche Kraft kommen. Und das Nächste, was du feststellst, ist, dass du in so einem Tränental bist. Das ist genau der Ort, wo Gott dich so formt, dass du diese Kraft wirklich empfangen kannst. Es heißt hier, sie erscheinen vor Gott in Zion. Das heißt, sie haben eine echte, persönliche Begegnung mit Gott. Sie sehen ihn von Angesicht zu Angesicht. Dieses Tränental, wie immer das aussehen mag, hat ein Potenzial in sich, uns wirklich näher zu Gott zu bringen. Und deshalb glaube ich, dass es ein gigantischer, großer Segen ist, wenn wir in der richtigen Art und Weise durch Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserem Leben hindurchgehen. Durch die Täler, durch die jeder Mensch gehen muss. Die Frage ist nicht, ob wir da durchgehen müssen, sondern in welcher Haltung wir da durchgehen und wie wir mit dem Herrn agieren, um dort in guter, ihm wohlgefälliger Weise hindurchzukommen. Jesaja 58, da heißt es, beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre.
deine Gebeine stärken, dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. An den Orten der Dürre kann deine Seele gesättigt werden. Und dass du hinterher jemand bist, wo andere, die an Orten der Dürre sind, wirklich Wasser finden können. Das ist das, was der Herr eigentlich für dich vorbereitet hat, wenn du durch so ein Tal gehst. Verstehe es wirklich als etwas, wo der Herr dich weiterbringen kann, wo er dir begegnen kann, wo er dir Segen geben kann. Und sieh es, wie ich, als ein Tal des Sieges. In diesem Sinne, Gott segne dich.